Glaubenslicht. Es wird Advent. Überall in unseren Dörfern und Orten sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Überall wird geschmückt und dekoriert. Lichter leuchten in den Straßen und in den Häusern. Alle sind fleißig damit beschäftigt, es schön zu machen. Zur Adventszeit, da gehört das dazu. Schmücken, Lichter aufhängen, es möglichst schön machen. Was ist aber, wenn es nicht gelingt mit dem Schönmachen? Wenn die Umstände es nicht erlauben, dass wir schmücken, oder wenn die Umstände einfach nicht schön sind, wenn sie uns im Kargen und Leeren und Ungeschmückten zurücklassen, wenn wir traurig sind, an Krankenbetten stehen, auf Friedhöfen stehen, was ist, wenn es nicht schön ist, wenn es dunkel ist und kalt und trüb? Auch dann ist Advent. Gerade dann eigentlich, wenn es dunkel ist und trüb und unaufgeräumt und unfertig. Denn Advent heißt, Gott kommt zu uns, Gott kommt in den Stall, Gott kommt als Licht in das Dunkle. Amen. Gott kommt zu uns, er kommt herab von seinem ew'gen Thron. Gott kommt zu uns und wird uns gleich an Jesus sein. Schenkt uns seine wunderbaren Gaben, dass wir für alle Zeit zu leben haben. Gott kommt zu uns, Gott kommt zu uns, wir müssen uns nicht mehr zu ihm bemühen. Gott kommt zu uns, nun werden auch im Schnee die Rosen blühen. Gott kommt zu uns in einem kleinen Kinde, dass er mit den Verlorenen sich verbinde. Gott kommt zu uns, Gott kommt zu uns, die Krippe und das Kreuz sind seine Zeichen. Gott kommt zu uns und unsere Trauer soll der Freude weichen, denn Gott lässt uns durch seine Liebe leben, dass wir sie anderen geben.